Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Heute geht es mal um Monaco, der Vertrag und die Frage, bleibt Monaco in Zukunft im Rennkalender? Ja oder nein? Also eine Sache ist auf jeden Fall Fakt. Es wurde bekannt, dass 2023 24 Grand Prix gefahren werden, darunter auch in Las Vegas, in Katar, China soll angeblich zurückkehren und jetzt kommt's, Südafrika. Ja, ihr habt richtig gehört, einige Gespräche soll es dort schon gegeben haben. Es gibt einige Grand Prix da draußen, die auf der Kippe stehen, unter anderem Belgien, Frankreich, Monaco und bei Belgien sieht das Ganze so aus, sie sollen sich angeblich ein Grand Prix mit Portugal teilen. Die FOM kann sich einen Kalender ohne Monaco durchaus vorstellen, denn der Vertrag mit Monaco läuft Ende des Jahres aus. Er wird auch nicht verlängert, wenn Monaco bereit ist, einige seiner Sonderrechte aufzugeben. Ich erkläre das Ganze mal. Das Antrittsgeld von Monaco ist das niedrigste von allen, zwischen 10 und 15 Millionen Dollar. Bei allen anderen beginnt das Ganze erst bei 25 Millionen Dollar. Und Bernie Ecclestone hatte damals mit dem Fürstentum ein Spezialdeal eingefädelt, der wie folgt aussieht. Monaco produziert die TV-Bilder selber und bestimmt die Sponsorenanzahl, die gezeigt werden, was in dem Fall Tag heuer ist. Der Formel 1 und dem Paddock Club gefällt das Ganze nicht, genauso wenig wie Liberty Media, die ein Problem mit der Bandenwerbung hat, was ja Tag heuer ist, denn Rolex ist nämlich der Hauptsponsor der Formel 1. Und Monaco war bis jetzt nicht bereit, die Strecke zu modifizieren, um Überholmanöver zu generieren. Vorschläge gab es, die wurden aber alle abgelehnt, was unter anderem auch die Hafenschikane betrifft, denn die soll nämlich entfernt werden. Der Twitter-Account f1.info hat drei Optionen gezeigt, die das Racing interessanter machen sollen. Die Bilder seht ihr jetzt im Hintergrund. Schreibt mir eure Meinung zu den Layouts gerne mal in die Kommentare. Wenn es Updates gibt bezüglich des Monaco Grand Prix, lasst euch das Ganze in einem angepinnten Kommentar wissen. Kommen wir mal zu meiner persönlichen Meinung. Glaube ich, dass der Monaco Grand Prix im Rennkalender bleiben wird, ja oder nein? Es sieht nicht gerade gut für Monaco aus, aber ich glaube nicht, dass es was wird. Okay, sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, es ist ein Klassiker. Ja, und einige Fahrer haben sich auch für Monaco ausgesprochen. Alles gut und schön, aber es müssen Veränderungen her. Gerade was das Layout angeht. Es ist unglaublich schwer, dort zu überholen. Und einige finden ja den Grand Prix extrem geil, andere wiederum finden ihn ja extrem langweilig. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Situation haltet. Die Überholmanöver sind leider Mangelware, ungefähr zu vergleichen mit Australien, bevor das Ganze umgebaut wird. Da gab es 3, 4, vielleicht sogar 5 Überholmanöver. Und das ist in Wirklichkeit alles. Ja, liebe Leute, das war meine Meinung zum Monaco Grand Prix und dem möglichen Verbleib im Rennkalender. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.